Wie wichtig ist LinkedIn für einzelne Menschen oder gar für die Position im Unternehmen? Was kann man richtig machen? Was kann man falsch machen? Das und vieles, vieles mehr besprechen wir heute mit der LinkedIn-Expertin Britta Behrens. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de. Frank, wir haben schon über ganz viele Themen aus dem Bereich Online-Marketing, Netzwerken, Social gesprochen, unter anderem über einzelne Netzwerke. Aber so richtig gekümmert um das Netzwerk LinkedIn haben wir uns noch nicht und dafür haben wir heute den perfekten Gast. Ja, ich freue mich wahnsinnig, weil wir wirklich super Unterstützung haben und ich glaube, alles fragen dürfen, was mit LinkedIn zu tun hat. Denn Britta ist zu Gast und die schreibt so ganz bescheiden, sie macht LinkedIn-Marketing und eigentlich macht sie so viel mehr. Britta Behrens, herzlich willkommen im Social-Media-Schnack. Schön, dass du da bist. Hallo Frank, hallo Thorsten. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass es jetzt Anfang des Jahres geklappt hat. Perfekt. Wir haben ja schon ein bisschen drauf gewartet, weil dich zu kriegen ist ja gar nicht so einfach. Du bist massiv eingespannt in viele, viele Projekte bei den Nerds, bei der Agentur, wo du denn tätig bist und auch als freiberuflichere Beraterin, Strategistin, LinkedIn-Expertin. Die treibt es sogar mittlerweile so weit, dass wir dich demnächst als eine der ersten 36 LinkedIn-Certified Experts wahrscheinlich begrüßen dürfen. Britta, du hast ja irgendwie nie Zeit. Ja, es ist richtig. Mein Zeitplan ist immer viel durcheinander gewirbelt durch Kundenprojekte, durch Keynote-Speakings. Mittlerweile haben wir ja auch jetzt Corona hinter uns gelassen, beziehungsweise lernen damit zu leben und Live-Events sind wieder angesagt. Da war im letzten Jahr wieder viel los. Eines meiner Highlights im letzten Jahr war das Online-Marketing Rockstars Festival oder die Online-Experts Days in Salzburg. Daher, ich freue mich immer wieder, die Leute in person kennenzulernen, wiederzutreffen, zu netzwerken, sich auszutauschen. Das hat halt doch noch einen viel besseren Charakter und ist wesentlich charmanter, sich gegenüberzustehen, als halt ständig nur in irgendeinem Zoom- oder Teams-Call sich auszutauschen. So ist das. Wir kennen uns auch schon lange. Da warst du noch bei einem Verlag tätig, da haben wir uns kennengelernt, dürfen wir ruhig nennen, einer der großen, guten Verlage, Rheinwerk. Und wir sehen uns trotzdem sehr selten. Zuletzt, glaube ich, auf der CMCX in Köln. Genau, das war auch im letzten Jahr die CMCX in Köln. Da habe ich einen LinkedIn-Workshop gehalten. Und das war halt ein super Wiedersehen. Den Frank habe ich, glaube das ist Jahre her. Auf der Republika. Die ich halt jetzt auch nach der Corona-Pause auch leider verpasst habe, weil mein Terminkalender so voll war und dass ich halt in Richtung Business gedacht schon darauf achten musste, welche Konferenzen ich dann besuchen kann. Und deswegen musste ich die Republika mal schlabbern. Das steht auf jeden Fall wieder auf meiner Bucketlist, das mitzunehmen. Und du sprachst eben das LinkedIn Certified Expert Programm an. Das ist wirklich eine ganz große Ehre, halt zu den ersten 36 internationalen Verantwortlichen zu zählen, die LinkedIn Marketing und Advertising quasi vermitteln und schulen und wir halt in diesem Programm von LinkedIn, von ihren Trainern an die Hand genommen werden und quasi unser Wissen, was wir schon haben, entsprechend noch zu verfeinern und Schulungsmaterial von denen zu bekommen und am Puls der Zeit zu sein. Und da hatte ich jetzt diese Woche eine schöne Trainingssession. Das war so eine Art Abschlussprüfung, die wir gemacht haben, damit wir ein Feedback von den Teilnehmenden kriegen, wie wir denn uns als Trainer geschlagen haben. Und im Februar geht's dann nach London. Das ist auch noch eine witzige Geschichte. Eigentlich war es geplant, nach Dublin zu reisen, wo ich mit einem Personalausweis hätte locker einreisen können.
kurz vor Weihnachten hieß es, oh, wir haben die Location geändert, es geht nach London und ja, danke Brexit, musste ich jetzt mal auf meinen Reisepass gucken und da ich halt wirklich in den letzten Jahren dementsprechend nicht mehr weit gereist bin, habe ich leider gesehen, dass der abgelaufen war und ich hoffe, dass ich ihn jetzt kurz vor Anfang Februar bekomme, dass ich auch nach London einreisen darf. Das wird schon klappen, das wird schon klappen. Du warst aber auch vor diesem Programm schon ausgewiesene LinkedIn-Expertin und bist auch dafür im deutschsprachigen Raum eine der Anlaufstellen, wenn es um LinkedIn geht. Wie hat sich denn dein Kenntnisgewinn nochmal verändert mit diesem Programm? Kannst du das so für dich beziffern? Hast du da so einen Haufen an neuer Erkenntnisse für dich selber holen können oder ist es eher dieser methodische Teil und das näher an LinkedIn selbst sein, was für dich den größten Know-how-Gewinn hier bringt? Was geholfen hat, ist einfach die Vermittlungsqualität, also wirklich mehr so die Fähigkeiten als Trainer und Workshop-Leiterin zu verschärfen. Da fachlich wir da schon wirklich auf einem Level sind und man manchmal auch den Eindruck hat, dass man manchmal einigen LinkedIn-Mitarbeitern auch schon ein bisschen vorausschwimmt. Das soll jetzt gar nicht irgendwie hochnäsig klingen, aber man merkt halt, dass man halt selber ja tagtäglich auf der Plattform ist und viel, viel mehr ausprobiert als so ein reiner LinkedIn-Mitarbeiter, der halt dann auch ja nur eine gewisse Perspektive oder einen gewissen Verantwortungsbereich hat. Aber das sind halt Trainer, die wirklich mehr so auf die Vermittlung gehen. Wie aktiviere ich Teilnehmende in einem Workshop, vor allem auch in einer Remote-Situation? Wie gehe ich mit Kritik um? Wie halte ich die wach, wenn es halt vor allem auch um Trainings geht, die halt wirklich über mehrere Stunden remote stattfinden, um dann auch genügend Pausen einzubauen und wieder interaktive Phasen mit, was auch häufig vorkommt, dass in meinen Workshops natürlich auch mehr und mehr Vortragsbeschallung stattfindet, Informationsbeschallung, dass man das halt besser auflockert mit Übungsaufgaben und mit interaktivem Austausch. Und da hat es mir weitergeholfen. Und was noch richtig gut ist, dass wir halt wirklich sehr, sehr gutes, aufbereitetes Schulungsmaterial und natürlich auch viele Insights von Studien, die LinkedIn selber in Auftrag gibt, Zugriff bekommen und diese Daten und Fakten halt dann auch vermittelt bekommen. Und auf der einen Seite, wir haben immer nur die Perspektive von außen, was LinkedIn denn mit manchen Dingen bezwecken will und was sie vorhaben. Und so kriegen wir halt dann auch Informationen intern, wie sie halt manche Features sehen, wie sie die Plattform selber verstehen, was sie vermittelt bekommen möchten und dergleichen mehr. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wertvoll. Und was absolut cool ist, ist halt, dass halt jetzt die 36 Leute, wir treffen uns halt regelmäßig, haben halt so eine geschlossene LinkedIn-Gruppe und das ist einfach gut, halt auf einem wirklich hohen Level sich gegenseitig über Kundenprojekte auszutauschen und über die Erfahrungen, die man mit der Plattform sammelt, um da halt dann auch noch von zu profitieren. Mega. Und die Frage kannst du wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber wie fing denn dein LinkedIn-Werdegang überhaupt an? Also so ein typischer Netzwerknutzer, früh Early Adopter, in dem Netzwerk angemeldet und wahrscheinlich wie die anderen auch, hast du es erstmal eine Runde schleifen lassen. Aber wie hat sich es denn dann tatsächlich zu der heutigen Britta Behrens auf LinkedIn entwickelt? Witzigerweise Early Adopter kann ich noch nicht mal sagen, weil das kam erst 2014 bin ich zu PIVIC Pro gewechselt, von eben vom Rheinwerk Verlag, wo ich damals halt fokussiert deutschsprachige IT-Bücher im Dachraum vermarktet habe. Und daher war halt dann das A&O-Netzwerk Xing noch quasi meine Bühne, wo ich versucht habe, entsprechend digitales Netzwerk-Marketing für den Verlag zu machen. Und bei dem Sprung dann und dem Wechsel zu PIVIC Pro, einem europäischen Analytics-Unternehmen,
was international, weltweit tätig ist. Ich zwar für den Dachmarkt verantwortlich, aber mich natürlich mit Kollegen und internationalen Analytics-Experten vernetzen musste, kam ich dann entsprechend zu LinkedIn. Habe mich dann da angemeldet, habe klassischerweise angefangen, halt alle möglichen alten Kontakte, die ich so kannte, und Freunde und Verwandte, die irgendwie ein LinkedIn-Profil haben, zu adden. Also völlig unprofessionell und unstrategisch, ohne Sinn und Verstand. Und dann natürlich mit den Kollegen von PWIC Pro und in der Branche angefangen, Leute zu vernetzen. Und dann lag das aber auch erstmal eine Weile brach. Und dann fingen wir an, dadurch, dass wir als Enterprise-Analytics-Anbieter nicht wirklich einen Fuß in die Tür bekommen, wenn wir auf Facebook oder Instagram Analytics-Werbung geschaltet hätten oder Kommunikation betrieben hätten. Da haben wir halt dann häufig Nutzer von Google Analytics Free sind wir da begegnet, sodass da nicht viel zu holen war, beziehungsweise man halt Leads eingesammelt hat, aber halt dann immer die eher halt die PWIC Open Source, die kostenlose Version nutzen wollten. Und dann 2016 war es ja soweit, dass Microsoft LinkedIn gekauft hat. Und bis dato war halt LinkedIn genauso wie Xing ein reines digitales Netzwerkkasten, halt nur auf internationaler Ebene. Und als Microsoft das halt gekauft hat, haben ja noch alle richtig schön gelächelt und gesagt, so, warum holen die sich denn jetzt so eine Job-Recruiting-Plattform? Da kann man doch nichts mitmachen. Und schwuppdiwupp, nach wenigen Monaten kam halt dann der Newsfeed auf und mehr Content-Formate, sodass man halt dann immer mehr sah, dass man das halt als B2B-Kommunikations- und Netzwerkplattform immer mehr ausbaut und der Recruiting-Bereich halt immer noch ein sehr wichtiges Standbein ist, aber halt der Fokus darauf liegt, wirklich berufliche Professionals zusammenzubringen. Und da habe ich halt dann angefangen, weil wir halt gegen Google und Adobe zum Beispiel anstinken mussten und als Startup natürlich keine großen Millionen Budgets hatten, um LinkedIn dann direkt mit Ads zu krönen, habe ich halt über mein eigenes Profil und die Unternehmensseite angefangen, Beiträge zu veröffentlichen. Und dann sah man halt eine krasse Diskrepanz, dass mein eigenes Profil, damals hatte ich noch so, am Anfang hatte ich auch nur 200 Kontakte, dass mein eigenes Profil deutlich mehr Impressions, Sichtbarkeit bekommen hat als das Unternehmensprofil. Und da ging mir halt dann so ein Licht auf, so hey, ich muss mal unsere Marketing- und Sales-Kollegen mobilisieren. Es bringt ja nichts, wenn nur die Britta die Beiträge veröffentlicht auf dem eigenen Profil, sondern wir können eine super gute Reichweite fürs komplette Unternehmen erzeugen, wenn wir das halt in unser eigenes Netzwerk spielen. Ja, und da habe ich halt immer mehr Gefallen dran gefunden und das Netzwerk wurde dann immer größer. Ich hatte dann irgendwann 2000 Kontakte und die Sichtbarkeit wurde immer stärker und ich war quasi dann so die geborene Corporate Influencerin für PWIC Pro auf dem deutschsprachigen Markt. Also jeder, der irgendwie gesagt hat, ja, wir wollen irgendwas mit PWIC machen, wir wollen weg von Google Analytics, jeder hat dann plötzlich gesagt, ja, melde dich mal bei der Britta, die kann dich da bei PWIC Pro bei den richtigen Leuten irgendwie unterbringen. Und dadurch habe ich halt auch eine ziemliche Begeisterung halt gefunden an dem Thema Corporate Influencer, halt die Mitarbeiter zu befähigen, sich digital sichtbar zu machen, Netzwerke aufzubauen, sich auf LinkedIn, was halt auch total genial ist. Es ist ein Weiterbildungsmedium, weil ich halt sehr, sehr nah an die Fachexperten rankomme, mich mit denen direkt austauschen kann und eine ziemlich steile Lernkurve mitnehmen kann und eine gute Abkürzung bekomme, wenn ich mich mit den richtigen Leuten vernetze. Ja, und dann schaukelte sich das immer weiter auf.
Und immer mehr Leute fragten halt nicht nur wegen Analytics bei mir nach, sondern weil ich halt parallel dazu halt dann auch immer gerne mein Wissen im Netzwerk dann geteilt habe, was auf LinkedIn funktioniert und was eben nicht. Durch eigenes Learning by Doing kamen immer mehr Leute auf mich zu und haben mich gefragt, hey Britta, kannst du uns nicht mal beraten, kannst du mal einen Workshop machen? Und ich war halt 100% festangestellt bei Piwik Pro. Das habe ich dann nebenbei mal hier den anderen Tipp rausgegeben. Aber ja, als Content-Strategin und total verliebt in Content-Marketing habe ich halt dann gesagt, okay, ich tritt jetzt ein Stück kürzer bei Piwik Pro, habe halt dann eine 80-20-Regelung vereinbart, sodass ich halt dann einen Tag schon mal neben selbstständig aktiv für andere Projekte sein konnte. Und habe 2019, das ist auch noch gar nicht so lange her, dann auch für mich den eigenen Entschluss gefasst, weil ja auch immer das Thema ist, auf allgemein bei Konferenzen und Messen oder auch explizit im Online-Marketing, dass immer mehr Speakerinnen gesucht werden, dass die Veranstalter immer gejammert hätten, dass sie keine Frauen finden. Und dann habe ich gesagt, so jetzt zeigen wir es mal der Welt. Es gibt genügend Frauen, die gutes Know-how haben und das auch auf eine Bühne präsentieren können und wollen. Und ja, bin dann auf die Bühne gegangen und dann war halt für mich klar, dass ich halt im Kontext natürlich einerseits Analytics-Themen damals noch für Piwik Pro gespielt habe, aber für mich auch klar war, dass ich dann halt auch mich auf LinkedIn-Marketing und Social Selling spezialisiere. Ja, und so bin ich halt jetzt von 200 Kontakten 2014 auf 27.000 Follower 2023 gewachsen. Und das mit zusätzlich noch, du hast nicht nur die Möglichkeit, jede Menge Menschen mit deinen Inhalten zu beglücken, kann man durchaus sagen, weil deine Beiträge ja durchaus einen Mehrwert für ganz viele von diesen 27.000 Followern und darüber hinaus abbilden. Die Menschen lernen von dir. Zusätzlich dazu sprichst du halt auch sehr viel. Also du bist in diversen Podcasts, hältst deine Vorträge, hast den Kurs zusammen mit anderen Experten auf LinkedIn. LinkedIn Like a Pro heißt das Ganze, was regelmäßig stattfindet. LinkedIn like a boss, entschuldige, natürlich. Genau. Diese Sache dann eben nach draußen trägst und ganz viele Leute daran partizipieren können, dass ihr euer geballtes Wissen teilt. Natürlich auch kostenpflichtig, kein Mensch kann erwarten, dass das alles umsonst kommt. Aber wie hat sich das für dich heute etabliert? Kannst du noch ohne LinkedIn jeden Tag, kannst du LinkedIn auch mal einen Tag an die Seite legen und sagen, nee, da spiele ich lieber noch eine Runde Golf? Auf dem Golfplatz habe ich es mittlerweile ganz gut geschafft, obwohl das manchmal von Loch zu Loch auch schwierig ist und ich dann doch mal kurz gucke, ob eine Nachricht gekommen ist und andere was abschlagen. Wochenende versuche ich, es ist wirklich eine Sucht und dadurch, dass ich natürlich jetzt prädestiniert dafür bin, dadurch, dass ich meinen kompletten Arbeitszeit sowohl bei den Nerds als auch in der Selbstständigkeit mich rund um LinkedIn weiterbilden kann und da tief eintauchen kann, bin ich da sehr privilegiert und da fällt es einem schon schwer, am Abend das Handy wegzulegen oder am Wochenende halt dann auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Ich trickse mich da manchmal aus und am Wochenende schmeiße ich dann einfach die LinkedIn-App vom Smartphone, weil es einfach immer der Daumen ist, immer unten links ist normalerweise das Icon und da merke ich selbst, wenn das Ding dann die App verschwunden ist, dass dieser Reflex trotzdem irgendwie immer da ist. Da versuche ich so ein bisschen Digital Detox zu machen oder im Urlaub halt dann auch wegzukommen, weil das Thema ist natürlich omnipräsent und LinkedIn baut sich halt auch in unserer Arbeitswelt halt immer so rein, dass es halt so ein Daily Driver wird und das versuche ich halt auch immer bei Kunden oder im Netzwerk zu vermitteln. Wichtig ist, dass wir dann natürlich nicht nur flanieren gehen und plötzlich ist schon wieder eine Stunde rum und wir
wir gehen nicht zielgerichtet drauf. Ich kann das natürlich gerne machen, den ganzen Tag da auf LinkedIn sein, aber alle anderen und Kunden haben natürlich ein anderes eigentliches operatives Tagesgeschäft. Aber da ist es halt wichtig, sich so zeitliche Blocker zu setzen und zu sagen, hey, jetzt in meinem Kalender mal 15 Minuten, 30 Minuten LinkedIn Deep Work quasi, aber dann halt auch zielgerichtet mit, ich gehe jetzt heute mal nur auf LinkedIn eine Viertelstunde, um zu netzwerken, sprich neue Kontakte ins Netzwerk zu holen, oder ich nutze jetzt diese 30 Minuten, um mal relevante Kommentare bei für mich relevanten Beiträgen zu kommentieren, um mich so in die Sichtbarkeit zu bringen. Das ist halt auch sehr wichtig, weil viele scheuen ja, schrecken ja noch dafür zurück, viele eigene Beiträge zu schreiben. Da ist immer mein Tipp, tobt euch dann bei dem fachlichen Content, wo ihr Experte seid und eine gute Meinung zu habt, entsprechend aus und agiert da in der Kommentarspalte. Das erzeugt meistens riesen Aufmerksamkeit und die Leute kommen nämlich dann auf euer Profil und vernetzen sich. Und für mich ist es einfach wichtig, wenn ich nicht auf LinkedIn bin, das gehört natürlich auch, um den Expertenstatus zu bewahren und zu halten, dass ich natürlich in verschiedenen Medien auftauche und mein Wissen mit der Welt und der Community teile, wie jetzt in einem Podcast. Ich finde, Podcasts sind in allen Business-Bereichen oder halt auch im persönlichen Bereich enorm bereichernd, weil man halt sehr, sehr schnelle, sehr intensive Wissensvermittlung ziemlich auf den Punkt bringen kann. Und ja, ist das beste Aufschlaumedium, was es gibt. Früher, als ich noch nach Bonn gefahren bin, wo Podcasts noch nicht so salonfähig waren, 2009, weiß ich noch, da habe ich immer den Geek Week Podcast gehört oder Sascha Pallenberg und den Kashi. Das war auch mega, mega genial, eine geniale Zeit. Aber was da mittlerweile möglich ist, im Podcast-Universum zu jedem Nischenthema findet man schon mittlerweile mehrere Formate und ist natürlich eine super Positionierung. Auf meiner Bucketlist steht immer noch mein eigener Podcast, wo ich aber immer einen riesen Respekt habe, weil ich eher so ein bisschen Chaos-Queen bin und ungern halt so ein regelmäßiges, also mich ungern in regelmäßige Formate reinpressen lasse. Ich mag es lieber ein bisschen flexibler in meinem Kalender, mit meiner Zeit umgehen zu können. Ja, und deswegen nutze ich die Gelegenheit, mich von euch einladen zu lassen, in andere Podcasts einladen zu lassen und dann hier und da, wo es halt sinnvoll ist, mein Köpfchen und meine Stimme reinzuhalten. Das ist ja auch gut so. Und nun haben wir gerade in den letzten Minuten, ohne dass wir es bewusst gefragt haben, die komplette Information gekriegt, wie ich bei LinkedIn einsteige, wie ich mich entwickle, wie ich mich auf den Weg begebe und wie ich die ersten Schritte richtig tue, wenn ich ein bisschen reinhöre, auch wie ich strategisch richtig mache. Gibt es außer LinkedIn eigentlich noch ein anderes Netzwerk für dich? Nee, bei mir ist wirklich LinkedIn all in. Alle sagen, ich hätte eigentlich auch mal Bock, irgendwie mal witzige TikTok-Videos auszuprobieren. Meine Kollegin Marin Kaspers macht das gerne und die Marin ist halt auch so ein schräger Vogel, die veröffentlicht die dann nicht nur auf TikTok, sondern zeigt das dann auch mal auf LinkedIn, was sehr, sehr cool ist. Das wäre nochmal ein anderes Format, aber ich habe da einfach keine Zeit für, weil es passiert so viel auf LinkedIn. Und ja, TikTok hätte ich Spaß. Ich bin auch ein totaler Fan von dem Fabian Walter. Ich bin noch nicht besteuert. Mega cool, also Steuerfabi auf Instagram und TikTok. Wirklich ein Highlight, wie man halt Steuerberatung und Steuern salonfähig machen kann und auf TikTok-Niveau präsentieren kann. Ziemlich genial. Aber bei mir, vielen meiner Kunden und so empfehle ich natürlich, stell dich breit auf, sei immer da, wo deine Zielgruppe ist. Aber meine Zielgruppe ist eben auf LinkedIn und ich vermittle LinkedIn-Know-how und ich baue gerade mein Haus auf fremdem Grund. Das sagen halt auch immer natürlich viele, verlass dich nicht immer auf eine Plattform. Wir haben jetzt gesehen, was bei Twitter abgeht, wenn plötzlich ein freakiger Milliardär auf die Idee kommt, so ein wichtiges Meinungsmedium zu kaufen, dass das auch schnell den Bach runtergehen kann. Aber ich setze
sehr viel Vertrauen in Microsoft. Ich glaube, Microsoft wird LinkedIn nicht mehr so schnell loslassen und kann nicht mal eben geschluckt werden. Und dadurch, dass man allein hier in Deutschland sieht, was eigentlich sehr, sehr traurig ist, dass Xing von Anfang an quasi den Kampf oder einfach nur, es ist eigentlich kein Kampf, sondern einfach nur den parallelen Wettbewerb einfach gescheut hat und sich einfach auf ihren natürlich erfolgreichen Zahlen im Recruiting-Bereich. Die verdienen da wirklich ein gutes Schweinegeld. Aber ruht sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus. Und eigentlich war ja OpenBC damals gestartet, um eben ein B2B-Netzwerk zu sein und nicht eine reine Jobplattform. Und ich sehe es halt strategisch als sehr gefährlich an, seitens Xing sich halt jetzt wirklich nur auf dieses New Work und Job Recruiting zurückzuziehen, weil man halt immer mehr sieht, also selbst ich habe immer noch einen Premium-Account bei Xing, ich mache aber gar nichts damit und ich bin eine von 1 Million Premium-Nutzern ungefähr und 20 Millionen haben angeblich einen Account. Und da man mit einem Basis-Account auf Xing, im Gegensatz bei LinkedIn kann ich eigentlich fast alles mit einem unbezahlten Account machen, aber Xing ist praktisch unnutzbar als Basic-Nutzer. Und dementsprechend wird es jetzt sehr, sehr schnell passieren in den nächsten 2-3 Jahren. Das ist so meine Hypothese, dass die Recruiter, die wirklich ein Schweinegeld für diese Software ausgeben, damit sie halt Active Sourcing betreiben können auf LinkedIn, auf Xing, dass die eine sehr schlechte Datenqualität haben werden und kaum noch Rückmeldungen kriegen werden und es immer schwieriger wird, die richtigen guten Kandidaten und Talente zu finden, weil wir einfach überhaupt keinen Grund haben, auf die Plattform zu gehen und unser Profil zu pflegen. Das beste Beispiel ist, ich habe im Dezember Zeit gehabt und habe dann endlich mal ergänzt, dass ich jetzt bei den Nerds als Senior Marketing Manager arbeite. Und das ist schon ein krasses Zeichen. Da werden halt ganz, ganz viele Daten einfach nicht gepflegt und somit kommen diese Nachrichten dann von den Recruitern auch dann an die falschen Leute, die schon ganz woanders sind in ihrer beruflichen Karriere. Keine Frage. Jetzt hast du gerade gesagt, eigentlich du gibst 100% in LinkedIn hinein und auf der einen Seite hast du aber auch gesagt, das kann durchaus gefährlich sein, stell dich ein bisschen breiter auf. Du hattest ja mal diese Situation, dass LinkedIn dich für eine Weile gesperrt hat. Hat das wehgetan? Ja, es waren 48 Stunden. Ja. Es war jetzt schon das zweite Mal, da habe ich auch in der Website-Boosting drüber gesprochen. Einmal einfach mal Britta Behrens und Website-Boosting googeln, da findet ihr die Online-Artikel auch zu diesem LinkedIn-Jail. Da wurde ich quasi als Bot verdächtigt, dass mein Account als Bot quasi aktiv war. Das war aber halt Britta Bot Behrens, weil ich nach einem wirklich sehr erfolgreichen Posting zum OMR-Report einfach alle Leute, die da kommentiert haben und das beglückwünscht haben oder sich als begeisterte Leser geoutet haben, nochmal angeschrieben habe und sie halt zur LinkedIn Like a Boss Workshop-Serie eingeladen habe. Und da habe ich halt sehr, sehr viele Profile sehr schnell hintereinander und eine Copy-and-Paste-Nachricht mit manchmal noch ein paar persönlichen Worten rausgeschickt und zack war mein Account weg. Und beim zweiten Mal war das ähnlich. Mittlerweile ist mir das nicht mehr passiert, obwohl ich immer noch sehr hochfrequentiert Nachrichten manuell verschicke, da keinen Automatismus hinter habe, weil das eben gegen die Richtlinien von LinkedIn verstößt. Aber durch Support und ich habe ja zum Glück auch den ein oder anderen Kontakt direkt bei LinkedIn und die E-Mail-Adressen konnten die quasi dann das Support-Ticket, wobei der Support auch für reguläre LinkedIn-User wirklich sehr, sehr schnell reagiert und immer für eine Lösung eigentlich gut ist, dann mich schnell wieder ins Leben auf LinkedIn zurückgeholt hat. Wie hast du dich denn gefühlt, als das erste Mal diese Blockade da war?
Das erste Mal war eigentlich noch ganz gut, weil ich stand gerade auf dem Golfplatz und hatte, also es war am Wochenende, wo ich gesperrt wurde. Ich hatte Samstagnacht mir die Nacht um die Ohren geschlagen mit einer Power Hour Netflix und habe dabei halt diese Nachrichten alle verschickt. Und dann bin ich halt in diesen Jail gekommen, bin schlafen gegangen und am nächsten Tag hatte ich ein Golfturnier und da hatte ich eh nichts anderes zu tun und habe halt dann 3-4 Leute aktiviert, die dann auf LinkedIn selber Action gemacht haben und sich quasi, während ich schön am Golfplatz war und Golf gespielt habe, sich darum gekümmert haben, dass ich dann wieder zurückkomme und montags vormittags war ich dann wieder da. Ja, aber ehrlich gesagt, ich war mir ziemlich sicher, dass ich das aufklären kann und dass ich meinen Account wiederbekomme. Wenn man allerdings anfängt halt mit solchen Automatisierungstools, die man ja auch kaufen kann und mit seinem Account verknüpfen kann, die Login-Daten gibt, wo ich immer sehr vorsichtig wäre, weil das sind halt auch aus manchen dubiosen Ländern kommen diese Tools, wo ich nicht wissen will, was dann sonst noch so mit dem Account und mit den Daten passiert. Aber das wird halt häufig von Kaltakquisiteuren genutzt, die einem halt dann auch neue Kunden verkaufen wollen, dass man selber keine Kaltakquise machen muss, ja, weil sie halt dann mit dem eigenen Profil von einem selber die Kaltakquise automatisch einfach abfeiern und Leute zuspammen. Und da muss man einfach aufpassen, dass man sich da gut verschützt und nicht dieser Chance erliegt, Zeit zu sparen und irgendeine Maschine seine Arbeit machen zu lassen. Ja, genau. Also Finger weg von komischen Tools und Finger weg von komischen Plugins, die euch da nicht helfen. Wenn ihr vernünftige Plugins suchen wollt, guckt bei Jens vorbei. Der macht da immer eine tolle Aufstellung. Jens Marketing, yes. Jens Polomski in seinem Newsletter zu Tools, aber auch auf der Internetseite. Also auch da die Surf-Empfehlung. Schaut da mal rein. Der stellt die Tools ordentlich vor und da könnt ihr in der Regel sicher sein, dass ihr da auch auf der richtigen Plattformebene arbeiten könnt. Das kannst du bestätigen. Genau. Oder lest euch den OMR-Artikel bei OMR Reviews von der Britta durch. Da habe ich meine Tool-Schatzkiste ausgepackt und meine Top 10 gekürt. Was ist denn das Plugin oder das Tool, auf das du keinesfalls verzichten würdest, wenn du LinkedIn benutzt? Eins reicht. Auf keinesfalls verzichten ist Authored Up. Das ist auch die Nummer 1, die im OMR Reviews Artikel genannt ist. Das ist eine schöne, derzeit noch kostenlose, weil in der Beta-Version Chrome Extension, die aus eurem LinkedIn Editor wirklich einen schönen Content Editor macht. Ihr könnt nämlich dann eure Beiträge direkt highlighten. Ihr könnt Boxen integrieren. Ihr könnt die Beiträge auch vorab speichern. Also ihr könnt euch Templates anlegen. Und ihr habt die Möglichkeit, das ist jetzt eine schöne Kombination, die kombiniert wurde mit der neuen LinkedIn-Planungsfunktion. Ihr könnt halt die Beiträge in Authored Up vorschreiben, abspeichern, dann entweder live posten oder halt auch mit der Planungsfunktion im Voraus schon mal vorausplanen, sodass ihr nicht immer live auf LinkedIn sein müsst, um Beiträge zu veröffentlichen. Wenn du Formate da draußen nutzt, ich meine, oft sind ja diese LinkedIn-Live-Formate mittlerweile auch bei dir zu sehen. Wie persönlich findest du LinkedIn-Audio? Ich bin ein großer Fan von LinkedIn-Audio. Ich habe auch Clubhouse, also für alle Hörer, die noch nicht so firm damit sind. Ich war Clubhouse-Hörerin der ersten Stunde, habe da auch wirklich die erste Woche, wo Clubhouse live war, fast irgendwie die ganze Woche irgendwie dran verbracht, wirklich mich mit Leuten auszutauschen und mit coolen CEOs in Räumen abzuhängen und denen zuzuhören.
Und LinkedIn hat das schlauerweise abkopiert, hat Copycat gespielt und genau diese LinkedIn, diese Audiofunktion, diese Audioräume jetzt in LinkedIn integriert, die ihr über den Creator-Modus aktivieren könnt. Und ja, ich finde das halt sehr, sehr angenehm, weil es halt nicht so aufwendig ist wie jetzt ein LinkedIn Live, wo ich auch noch Streaming-Tools brauche, um auf der Plattform live zu gehen. Das ist ja leider nicht so angenehm wie bei Instagram oder auf Facebook, wo ich einfach den Live-Button klicke und schon habe ich einen Stream, sondern da brauche ich halt doch noch ein bisschen mehr Technik und bezahlte Software. Und den LinkedIn-Audio-Event, das ist halt dann auch einfach wie ein Live-Podcast, wo ich halt dann wirklich einen starken Experten-Talk mich mit anderen LinkedIn-Experten zum Beispiel dann unterhalten kann, das Publikum integrieren kann, hochholen kann auf die Bühne. Und das Coole ist, ich kann halt, während ich diese Audio-Talks höre, kann ich halt auf LinkedIn weiter rumsurfen, kann andere Beiträge kommentieren, kann mich dabei parallel aufschlauen. Oder was ich halt immer empfehle, wenn ich so einem Audio-Talk beiwohne, gehe ich immer und ich nicht gerade am Reden bin und oben auf der Bühne bin, dann gehe ich natürlich gerne durch die Publikumsreihen und klicke auf die Köpfchen und rufe die Profile auf und habe natürlich dann einen Grund, weil wir ein thematisches gemeinsames Interesse haben, mich mit den Leuten halt dann wiederum zu vernetzen. Also ganz, ja, ganz tolles Medium. Muss nur noch weiter ausgebaut werden, weil LinkedIn halt quasi auch noch das mehr oder weniger in der Beta hat und da noch einige Kinderkrankheiten sind, die Clubhouse eigentlich schon bereinigt hatte, aber bei LinkedIn dauert die Feature-Updates leider immer ein bisschen länger, weil die immer an vielen verschiedenen Töpfen gleichzeitig agieren und dann nichts immer alles perfekt fertig haben. Kommen wir mal auf so ein paar Punkte, die vielleicht ein bisschen kritischer zu sehen sind, beziehungsweise wo es vielleicht ein bisschen Nachbesserungsbedarf gibt. Einerseits haben wir da das, was wir in unserem Gesamtjargon immer mal als Sales-Pfosten bezeichnen, diese Thematik, die wir durchaus mal aufgreifen können. Auf der anderen Seite die durchaus ja zum Teil zu beobachtenden seltsamen Auswüchse von Diskussionen und Diskussionskultur und die benötigte Content bzw. Content Moderation, könnte man es ja im Grunde nennen, die notwendig wird und wie LinkedIn da zum Teil drauf reagiert. Also nehmen wir erstmal die Sales-Pfosten. Nehmen wir erstmal die klassischen Sales-Pfosten. Ja, das können wir auch am schnellsten abarbeiten. Genau, ich habe diesen Hashtag kreiert, Sales-Pfosten. Das hat sich mittlerweile halt durch LinkedIn getragen, so wie der Thorsten mich jetzt auch gerade zitiert. Darum geht es einfach, dass viele Vertriebler glauben, dass man halt auch Telefon-Kaltakquise, wobei ich die Sales-Pfosten, das ist noch eine besondere Sorte Mensch, die ich noch nicht mal als Vertriebler oder Sales-Verantwortliche definieren würde, weil gute Vertriebler kennen ihre Zielgruppe und sprechen dann auch kalt, wenn man sich halt noch nicht persönlich kennt, zwar kalt an, sie wissen aber zumindest, dass es eine potenzielle Bedarfsgruppe ist. Bei den Sales-Pfosten ist es einfach so, die halt dann auch solche Automatisierungstools benutzen, denen ist völlig egal, wer ihr seid, was ihr macht, sie wollen einfach nur euch irgendeinen Kram verkaufen und schicken eine Vernetzungsanfrage. Ihr bestätigt das aus einem geistigen schwachen Moment, weil ihr das Profil nicht geprüft habt, kriegt die Person ins Netzwerk und schwuppdiwupp habt ihr in der nächsten Nachricht dann euren Sales Pitch. Manchmal ist es auch dankbar, kommt der Sales Pitch direkt mit der Vernetzungsanfrage, dann braucht ihr nur noch ablehnen, dann habt ihr kein Problem mehr. Aber wenn so ein Sales Pfosten mal durchrutscht, dann ist es ganz wichtig, dass er die Person dann auch blockiert und meldet, sodass LinkedIn halt dann auch eine Info kriegt, dass da einer halt kein gutes Networking betreibt. Genau.
Manchmal sind es Leute, die auch einfach noch unerfahren sind, die einfach versuchen, Kaltakquise zu betreiben. Aber es gibt auch viele sehr unverschämte Menschen, die einfach einem die Zeit stehlen wollen und einfach nur an ihr eigenes Portemonnaie denken und denen wirklich völlig egal ist, auch ob ihr überhaupt zur potenziellen Zielgruppe gehört. Ja, und ganz schlimm finde ich immer diejenigen, die von denen dann mehrere Anfragen unterschiedlicher Absendender in relativ kurzer Abfolge mit ein und demselben Text kommen. Haben die dann alle an demselben LinkedIn-Kurs teilgenommen oder haben die dasselbe Tool oder denselben Ratgeber gelesen? Irgendeiner muss diesen Blödsinn doch in die Welt setzen, dass das dann immer so vermehrt auftaucht. Ja, irgendwo bei irgendeinem sogenannten Sur-Trainer, also aus der schnell und hektisch Reich-Ecke, wird es mit Sicherheit dann irgendwelche tollen Checklisten und Templates Vorlagen geben, wo dann halt so ein klassischer Text genutzt wird und denen gezeigt wird, wie sie halt dann auch die automatischen Tools damit füllen. Im November oder im Dezember habe ich das auch mal thematisiert. Das war aber eher ein Fall, wo ich das identifiziert habe, was halt noch schlimmer ist, dass einfach fiktive Personen-Accounts erstellt werden, also einfach Fake-Accounts mit einem tollen Model-Bild, die halt dann die tolle Teamassistentin ist. Und man halt dann genau sieht, noch nie was veröffentlicht, noch nie mit irgendwas interagiert, aber schon irgendwie 5000 Leute im Netzwerk, was ich immer erschreckend finde, dass wirklich so viele Leute einfach Kontaktanfragen blind annehmen und nicht kontrollieren. Und das war halt dann wirklich so ein Fake-Account-Fall, wo halt dann 6-mal die gleichen Header-Bilder zu sehen waren, nur halt mit einer anderen Person, anderen Namen. Und ich dann halt auch von diesem Fake-Account von diesem Unternehmen dann 2 gleiche, identische Anfragen bekommen habe. Und auf eine habe ich mich dann eingelassen und daraufhin, kurz darauf halt das dann publik gemacht, auch noch anonymisiert, obwohl Anonymisierung hätte wahrscheinlich gar nicht sein müssen, weil die Person wahrscheinlich gar nicht erst existiert hat. Und nach einem ganz kurzzeitigen Dialog ist es dann abrupt abgebrochen, weil wahrscheinlich gesehen wurde, dass ich diesen Fall publik gemacht habe. Wenn wir auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das ist das Thema, was wir in allen Netzwerken natürlich immer mal wieder finden, Hate Speech und Co. Ist egal, ob es gegen einzelne Personen oder Personengruppen geht, ist egal, ob es jetzt um die Thematisierung von bestimmten Vorgängen, um irgendwelche Ausdrücke, Diffamierung, whatever geht, bis hin zu Morddrohungen, alles Mögliche. Gendern. Lass uns über Gendern sprechen. Dann geht's ab. Exakt. Ja, also das ist auch so ein Diskussionsthema, was wir immer wieder da in einer ziemlich ruppigen Art und Weise da auch wieder finden. Also wo man durchaus drüber nachdenkt, Mensch, Leute, wir sind hier in einem Netzwerk, wo eigentlich recht viele Erwachsene rumlaufen. Da sollte man doch vernünftig diskutieren können. Mit Hate Speech umzugehen, fällt vielen Plattformen relativ schwer. Trotz der Möglichkeit zu melden und trotz der Möglichkeit zu blockieren, nichtsdestotrotz muss immer wieder irgendeine Instanz im Rahmen der Content Moderation eingreifen können. Und trotzdem gelingt es vielfach nicht beim ersten Versuch. Also wir beide hatten erst letztens in einem Post das bei einer Person gesehen, wo es um eine totale sexuelle Übergriffigkeit ging, die eigentlich hätte sofort aus dem Weg geräumt werden müssen und die eigentlich so an dieser Stelle überhaupt nicht auf einem Netzwerk wie LinkedIn nicht hätte da sein dürfen. Und trotzdem fallen viele solcher Meldungen im ersten Moment durchs Raster. Gibt es nicht, also du bist näher dran an LinkedIn als wir, gibt es nicht die Möglichkeit, LinkedIn dahingehend eher zu sensibilisieren oder sind die tatsächlich schon eher bemüht und was hältst du überhaupt von der Gesamtsituation an sich? Gibt es da Tipps, die auch wir als Nutzende aufgreifen können, um diesen Prozess zu verfeinern und LinkedIn dahingehend zu sensibilisieren, zu mobilisieren, zu aktivieren?
Ja, das Wichtigste ist, was du schon genannt hast, wir müssen es wirklich massiv reporten, sodass LinkedIn sehr, sehr viel Feedback sammelt, weil die immer ihre halbjährlichen in den Reports auch halt aufführen, wie viel wirklich sexueller Belästigung, Rassismus und ähnliche Kategorien in dem Report halt dann aufgeführt werden und natürlich auch immer gerne angeben, wie viel sie denn selber entdeckt haben und schon automatisch gelöscht haben, genauso wie bei den Fake-Accounts oder betrügerischen Accounts. LinkedIn ist wie jede andere Social-Media-Plattform und es wird halt mittlerweile auch auf LinkedIn persönlicher, auch privater und vor allem auch gesellschaftspolitischer, sodass halt auch gesellschaftliche Konflikte da zum Ausschein kommen und wir haben halt nicht nur dann das Business-Visier auf, sondern andere Leute zeigen leider auch ihre private, sehr demokratiefeindliche Wertehaltung und machen sich sichtbar, was auf der einen Seite gut ist, weil ich dann weiß, wen ich da selber auch dann blockieren kann und wen ich halt nicht in meinem Netzwerk haben möchte und der auch, das ist das Gute an der Blockierfunktion, diese Person wird halt nie wieder was von mir auf LinkedIn sehen und wird halt auch nie dann auch von meinem guten Content partizipieren können, um die auszuschließen, aber es bringt natürlich nichts, wenn wir nur als Einzeltäterin irgendwie Leute blockieren und wir uns unsere schöne, heile Welt weiterformen, sondern es ist natürlich wichtig, da auch gegen zu handeln, den Mund selber aufzuhaben, aufzumachen, in den Dialog zu gehen und LinkedIn damit einzuschließen. Und LinkedIn hat halt genau das gleiche Problem wie auf Facebook und anderen Plattformen, dass da natürlich viel mehr passiert, als eigentlich Mitarbeiter für solche Fälle abgestellt sind. Und ich gebe dir vollkommen recht, wenn man halt so einen Beitrag meldet und dann wird nach den allgemeinen Community-Richtlinien überprüft, habe ich auch häufig den Fall, vor allem wenn ich anzügliche oder Scam-Nachrichten auch im 1:1 in meiner Inbox bekomme, was ja auch vielen Frauen sogar auf LinkedIn passiert, dass sie da einfach angegraben und belästigt werden, dass dann das erste Reporting kommt, ja, danke, Wissen ist unschön, hier blockier doch bitte, aber gegen unsere Community-Regeln wurde es jetzt nicht verstoßen. Da hat LinkedIn wirklich ein Problem, weil es halt jetzt noch nicht irgendwie nochmal ein zusätzliches Formular oder eine Anlaufstelle gibt, das nochmal konkreter zu reporten. Da wird man meistens dann darauf verwiesen, halt selber aktiv zu werden und Strafanzeige zu stellen und halt dann selber den beschwerlichen Weg zu gehen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass LinkedIn das versucht, quasi mit den positiven Themen zu besetzen und zu überstrahlen, weil sie engagieren sich schon sehr stark, haben ja auch die Plattform, wie gesagt, auch komplett durchgegendert und stehen für Diversität und Nachhaltigkeit ein, haben ein großes Redaktionsteam auch und ein großes Community-Team in Deutschland und natürlich auch für die anderen internationalen Märkte. Aber der Johannes C. ist da zu nennen, der sich auch gemeinsam mit Hate Aid gegen Hate Speech ganz stark engagiert und immer wieder Fälle aufwirft und aufgreift und viele seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen da wirklich in die Schusslinie geraten, auch schon Gespräche mit Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Spiegel und das halt auch bezüglich LinkedIn thematisiert hat. Und da leider auch ich manchmal zu LinkedIn-Mitarbeiterinnen Kontakt suche oder auch mal die Barbara Wittmann, die Managing Director für Deutschland, für den Dachraum ist, versucht habe zu kontaktieren. Man da aber auch leider nicht so richtig rankommt und man da nicht so ein klares Announcement und eine klare Positionierung von LinkedIn sieht. Also da muss es noch Weiterentwicklung geben und mit Sicherheit wird das auch durch eben das Community-Engagement weiterhin verbessert. Also wenn du
schon sagst, dass sich regelmäßig diese Dinger eben wieder vor Augen führen. Dann hilft es also, wenn wir uns durchaus Stimme verschaffen und immer wieder darauf aufmerksam machen. Also wenn Beiträge da draußen nicht passen, melden, melden, melden und vielleicht auch andere dazu animieren, es zu melden. Weil wenn ein einzelner Beitrag häufiger gemeldet wird, kann das ja durchaus auch zu einer höheren Aufmerksamkeit für das einzelne Problem führen. Und wenn wir dann in der Lage sind, dieses Netzwerk. Bitte. Genau, eine Sache dazu, was man stark erkennt, dass LinkedIn eigentlich dann doch irgendwann sehr krass reagiert und auch Leute rausnimmt, erkennt man leider in dem negativen Fall, dass halt, wenn es irgendwie um die Gender-Themen geht oder jetzt Lützerath zum Beispiel oder es geht wieder irgendwie um die AfD, dass dann irgendwelche Trolle kommen und dann massiv halt diese Aktivisten und Aktivistinnen angehen und die dann im massenhaft quasi diese Personen melden und blockieren und die Leute, die eigentlich für die guten demokratischen Werte einstehen, dann entsprechend von der Plattform leider für eine Zeit lang rausgenommen werden und verschwinden. Also da reagiert LinkedIn sehr stark und dann ist halt wichtig, dass man im Kollektiv halt die schwarzen Schafe meldet und rauszieht. Oder was halt auch mal der ein oder andere halt dann macht, wenn sich jemand von einem Unternehmen, zu dem man eigentlich auch schon ganz guten Kontakt hat, sehr krass auf LinkedIn äußert, dass man mal der Personalabteilung oder dem Geschäftsführer mal Bescheid sagt, wie es denn sein kann, wie sich so die ein oder anderen Mitarbeiter auf der Plattform in einem professionellen Netzwerk halt äußern und wie das mit den Unternehmenswerten in Einklang gebracht werden kann. So ist es, so ist es. Britta, das war schon ganz schön viel, nicht nur an Tipps, sondern auch an persönlicher Erfahrung. Jetzt zum Abschluss mal der Ausblick. Wo siehst du denn die Entwicklung von LinkedIn in der nächsten Zeit für A, für dich und B, für uns alle anderen Nutzenden ebenfalls? Welche Auswirkungen hat zum Beispiel der derzeitige, durchaus als Hype zu bezeichnende Teil rund um AI-generated Content? Also sowas wie ChatGPT oder überhaupt über Inhalte, die auf AI basieren, kann das vielleicht auch Auswirkungen auf die bereits bestehenden Möglichkeiten für AI-Kommentare, für AI-Posts gehen? Kann es noch weitere Dinge geben, die damit aus deiner Sicht einen Vorteil für LinkedIn oder für Nutzende ergeben? Und auf der anderen Seite, welche Position glaubst du, hat LinkedIn in den nächsten Jahren am Dachmarkt? Ich glaube, dadurch am Dachmarkt, dadurch, dass Xing sich ja wirklich in den Recruiting-Bereich verabschiedet hat, es ist weit und breit kein anderes Business-to-Business-Netzwerk in weiter Ferne, sowohl am Dachmarkt als auch international, ausgenommen China. In China wurde LinkedIn verboten und darf nur noch eine reine Recruiting-Plattform sein, aufgrund autokratischer Verhältnisse. Aber was du ansprichst, ChatGPT, AI wird definitiv sehr spannend. Wir merken, dass halt auch immer mehr an sich Creator auf die Plattform kommen und auch andere Influencer, die sonst bisher ihr Heil in Facebook, Instagram und TikTok gesucht haben, ihnen bewusst wird, dass sie doch mit den Unternehmen, mit der Industrie und auch mit ihrer Community auf LinkedIn sich positionieren können. Also es wird auf jeden Fall ein Wachstum im Creator- und Influencer-Bereich geben. Und was ich positiv an ChatGPT finde, ist, dass Leute, die sich sonst bisher wenig getraut haben, selber was zu veröffentlichen, weil es ihnen halt noch schwerfällt, eigene Beiträge vernünftig zu schreiben, dass sie quasi ihre Ideen mit ChatGPT quasi ein bisschen ausformulieren können und dann auf die Plattform bringen können. Ich glaube, es wird definitiv mehr Content-Veröffentlichungen geben. Dadurch
wird es im Zuge unserer Aufmerksamkeitsökonomie natürlich noch mehr Wettbewerb geben. Aber dadurch, dass man durch ChatGPT wenigstens wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt und der Content wirklich gut ist, auch wenn man dann leider nicht mehr so erkennt, was war denn so die Eigenkreation, was war denn der eigene kreative Gedanke, aber wenn man es halt mit ChatGPT kombiniert und mit noch ein paar eigenen Worten anreicht, wird das vielen Leuten helfen, überhaupt in die regelmäßige Veröffentlichung zu kommen, und die Qualität wird aber auch dann eine bessere, als wenn halt dann irgendwas hingerotzt wird und nicht gut strukturiert wird. Da ist mir dreimal lieber, dass sowas halt mal durch ChatGPT halt dann durchgegangen ist. Wir müssen aber natürlich aufpassen, dass dadurch, dass jetzt auch die LinkedIn-Vorplanungsfunktion kommt, die ich sehr begrüße, weil man halt dann nicht abhängig davon ist, auf der Plattform gleichzeitig zu sein, sondern seinem operativen Geschäft nachgehen kann und schon mal ein paar Beiträge dann im Laufe der Woche veröffentlichen kann, habe ich so ein bisschen Angst, dass einfach unreflektiert viel mehr Content gespielt wird, als überhaupt nötig ist, und das halt dann auch den Newsfeed verstopft. Deswegen Ansage an alle, schaut euch euren Newsfeed in Ruhe mal an. Ihr könnt mit dem Drei-Punkte-Menü sehr, sehr viele Leute sehr schnell ausblenden oder auch entfolgen, wenn der Content einfach nicht gut ist. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir halt nicht in diesen Discovery-Kanal, der auch bei LinkedIn geplant ist, wo ich noch sehr skeptisch bin, ob das so vernünftig ist, weil sowas halt einfach nur zum Flanieren einlädt, zwar auch so ein bisschen unsere Bubble durchstößt, dass wir halt auch andere Themen mal sehen, aber es ist wesentlich wichtiger, dass man halt sich die wichtigen Informationen und den richtigen Leuten folgt, wo man halt wirklich gutes Wissen anzapfen und abzapfen kann. Deswegen bin ich auch eine Freundin von dieser Profilglocke in den LinkedIn-Profilen. Die Leute, die ich wirklich hochgradig verehre für ihre Kommunikation auf LinkedIn, da klicke ich entsprechend die Glocke an, damit ich halt wirklich keinen einzelnen Beitrag verpasse. Daher mein Hinweis, Eigenwerbung, ihr dürft gerne die Glocke bei mir im Profil klingeln. Dann verpasst ihr auch keinen LinkedIn-Tipp oder LinkedIn-Hack. Perfekt. Und wieder jede Menge Dinge, die sich die Menschen hoffentlich draußen haben aufschreiben können. Britta, wo in den sozialen Medien oder im Internet findet man dich überall? Natürlich auf LinkedIn, aber da sagst du gleich nochmal einfach wo. Und den Link hauen wir natürlich auch in die Shownotes mit rein. Aber wo findet man euch noch? Wo findet man die Nerds? Und wo findet man Dinge rund um dich? Wo trifft man dich sonst noch? Auf dem Golfplatz und bei LinkedIn und wo noch? Genau, also ich habe natürlich auch noch einen privaten Facebook-Account, aber wie gesagt, da gucke ich irgendwie alle 4 Wochen mal rein und schaue mich da nochmal um, eher aus Memory-Gründen oder aus, damit ich mal sehe, was meine Mutter mal so auf Facebook gerade wieder macht und unterwegs ist. Twitter habe ich noch, habe das aber halt nur mit meinem LinkedIn-Account gekoppelt, damit da meine Beiträge halt dann auch zweitpubliziert werden. Bin sonst auf Twitter mehr lesend unterwegs und poste sonst selber da gar nicht so viel, außer ich bin auf Konferenzen, dann ist das immer so mein Live-Medium. Ansonsten bin ich da relativ still. Natürlich habe ich auch ein Instagram und ein TikTok-Account, aber wie gesagt, im Moment keinerlei Zeit. Das sind dann eher Medien, die ich halt selber so konsumiere. Ein Xing-Profil, also ich freue mich auch gerne auf neue Xing-Kontakte, dann wird das wenigstens qualitativ angereichert. Auf Xing bin ich auch weiter vorhanden, aber nicht aktiv, zumal jetzt auch die Gruppen abgeschaltet worden sind und tragischerweise auch die Xing-Events, die wirklich im B2B-Kontext für viele Veranstalter sehr, sehr wichtig waren. Und ansonsten trifft man mich beim nächsten LinkedIn Local Event. Ich weiß jetzt nicht, wann ihr den Podcast ausstrahlen wird und der dann vielleicht auch schon vorbei ist. Das ist am 1.2. bei der HRS Group in Köln mit meinem ehemaligen Arbeitgeber.
Schöne Grüße an Alex Barth, die mit der HS Group das Sponsoring für diesen Event übernimmt. Da geht es dann ans ins Networking. Und ansonsten trifft man mich rund um Köln auf Events. Und die Nerds sind halt auch, da wir eine Marketing-Performance-Agentur für B2C und B2B sind, sind wir natürlich auch auf sämtlichen Kanälen da vertreten. Sehr cool. Traditionell gehört Frank immer das vorvorletzte Wort, dir das vorletzte und mir dann das letzte. Frank. Es war wunderbar, dir zuzuhören. Ich glaube, der ein oder andere wird die Folge mehr als einmal hören, weil da eine Menge Tipps versteckt immer wieder rausgeputzelt sind. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich persönlich freue mich und habe die Hoffnung, dass wir uns tatsächlich auf der nächsten Republika, die ist ja auch schon dieses Jahr, im Juni live in Berlin treffen. Das wäre wirklich ein Fest. Und sag herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in absehbarer Zeit hier mal wieder hören. Und wir tun es ja immer, dass wir zumindest ein Bild haben, uns dann auch sehen. Aber aufs Live freue ich mich viel mehr. Danke, dass du da warst. Wir kommen auf jeden Fall schnacken und das Jahr ist ja noch jung. Ich kann auch jeden Hörer animieren, zum OMR-Festival nach Hamburg zu gehen. Wirklich sensationeller Event, viele Keynotes, viele Masterclasses, Party plus Party und jede Menge hochkarätiger Keynote-Speaker, auch aus dem internationalen Bereich. Scott Galloway soll wahrscheinlich kommen, der letztes Jahr leider nur zugeschaltet werden konnte, weil er selber eine Corona-Infektion hatte. Sonst wäre er auch live schon in Hamburg gewesen. Und gutes Erlebnis. Und ich werde auf vielen verschiedenen Online-Marketing-Konferenzen sprechen und zugegen sein. Daher, wir werden uns mit Sicherheit persönlich über den Weg laufen. Genau das machen wir. Und dann trinken wir einen Gin. Und werden weiter plauschen. Britta, es war eine Freude, dich dabei zu haben. Vielleicht sprechen wir dich nächstes Jahr nochmal an, um zu schauen, wie hat sich denn das alles verändert. Bis dahin wird es ein Update von GPT-3 auf GPT-4 gegeben haben mit einer unfassbaren Anzahl von neuen zusätzlichen Datenlernsätzen, die dabei sind, was maßgeblich Einfluss auf viele, viele Dinge haben wird. Für euch da draußen sei gesagt, ja, ihr könnt uns weiterhin folgen, selbstverständlich in allen Kanälen, wo ihr das Ganze auch hören könnt. Es ist immer schön, wenn wir Feedback bekommen. Dieses Feedback kann nicht nur schriftlich erfolgen, sondern ihr könnt es selbstverständlich auch als Audiokommentar schicken. Auf der Seite von social-media-schnack.de gibt es den kleinen Audiokommentar-Button, dort einfach aufnehmen. Wir schneiden es dann gerne mit in die Sendung. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns gerne am Montagmorgen, jeden Montagmorgen um 7.30 Uhr zum Social Media Schnack Live Update. Dort auf allen Plattformen plaudern wir rund um Social Media und die Dinge, die sich in der digitalen Kommunikation in der letzten Woche verändert haben und die News dazu. Also bis dann, alles Gute und tschüss. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.